So, hallo zu einem neuen Video auf 365 Scoville. Ich habe jetzt die ersten, die ich endlich mal auseinandersetzen möchte. Wie man sieht, sind die schon relativ groß. Ich habe mir von den anderen sagen lassen, dass man die vereinzelt, sobald die das erste richtige Blattpaar haben. Ich hätte es wahrscheinlich sonst schon früher gemacht. Oh, das wären ziemlich viele. Also wir haben sechsmal Bulgarian Carrot. Sechsmal Jalapenos. Scotch Bonnet sind es auch sechs. Und hier von der Ahi Crystal sind nur fünf gekeimt. Aber das reicht mir natürlich auch. So, jetzt werde ich wieder vorbereiten. Also ich nehme ganz normale Töpfe, mache da unten wieder Blähton rein, normale Blumenerde gemischt mit Perliten und jeder kriegt seinen eigenen Topf, also das wird hier wieder relativ voll werden. Und wenn ich die austopfe, geht's weiter. Die ersten sechs Töpfchen sind jetzt befüllt mit Erde und Perliten. Und ich muss die natürlich nachher noch alle beschriften. Das wäre jetzt blöd, wenn die verloren gehen würden oder durcheinander kommen. So. Die Erde ist schon ziemlich trocken. Man kann die ganz gut vereinzeln, ohne dass man jetzt was beschädigt. Ausreichend Wurzeln. Hier auch. Das ist eigentlich dasselbe Spiel wie bei den anderen Pflanzen. Ich nehme nachher dann wieder diesen speziellen Sprüher zum Befeuchten der Erde. Und ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil es jetzt schon etwas dunkler wird draußen. Aber ich wollte es jetzt auch nicht länger hinauszögern mit dem Umtopfen. So, ich mache das jetzt in Ruhe fertig. Dann gibt es noch mal ein kurzes Video, wenn alle komplett hier stehen. Bis später. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Ahi Crystal und Scotch Bonnet. Die Hälfte habe ich also geschafft und es war jetzt noch mal hin und her, weil diese Namensschilder, die sind bei mir alle noch beschriftet und belegt. Die müsste ich jetzt sauber radieren und neu beschriften. Und ja, bei den Übertöpfen muss ich auch noch mal gucken, dass ich da ein paar finde. Und das Schlimmste wird eigentlich ein Platz für die zu finden später, weil das doch hier relativ eng wird. So, dann mache ich mal weiter. Das sind jetzt alle. Ich bin froh, dass ich fertig bin und bevor ich jetzt ein Plätzchen für die suche und aufräume, werde ich euch noch die Samen zeigen oder die Sämlinge. Dazu muss ich erst noch das Licht anmachen da hinten. So, jetzt steht hier natürlich einiges im Weg. Und zwar hatte ich alle, die schon Wachstum zeigen, hier nach vorne gestellt. Wir haben hier die Cenzo. Kann man mal reinschauen. Das sind zwei, vier, fünf Sämlinge, die ich da auf Anhieb schon sehe. Dann Jamaican Red. Da sieht man auch 1, 2, 3, 4, 5 auf jeden Fall. Jamaican Mustard Yellow. Also anscheinend sind die Jamaikaner nicht nur im Sprint sehr schnell, sondern auch bei der Keimung. Sind auch 5. Ich glaube, ich habe auch überall nur 5 eingesetzt. Also das sind die hier, die von denen als erstes gekeimt sind. Dann Basket of Fire, da bin ich sehr gespannt drauf. Da sieht man eins, zwei, ja, zwei Sämlinge, die langsam kommen. Oh, Peter Pepper, jetzt habe ich da was gesehen. Bei Peter Pepper kommt jemand.
So, dann haben wir hier noch. 1, 2. Wer ist das? Purple Tiger. Und dann muss ich so mal schauen, ob sie noch irgendwas getan hat. Hab gestern nicht geschaut. Vielleicht sieht man's. Bishop's Head. Habe ich noch irgendwas? Hier, vielleicht sieht man es, da sind auch zwei drin. Das ist Purple Leaf Pepper. Panaschiert anscheinend. Da sehe ich jetzt vier, die rauskommen. Also auf die bin ich sehr gespannt, wie die dann vom Laub her aussehen. Ich bin froh, dass es jetzt losgeht mit der Keimung, weil hier hat irgendwie alles länger gedauert, weil die Wärme nicht so optimal ist. Und ich glaube aber, dass es das erstmal war mit den Chilis. Mir wird jetzt bewusst, wie viel hier eigentlich noch steht. Also die alle umtopfen, das wird nochmal ein Kampf, glaube ich. Weil ich auch gar nicht wirklich weiß, wohin damit. Ne, das war's. Also ihr seid auf dem neuesten Stand. Und sobald ich hier die Folien abmachen kann, werde ich wieder ein Update machen. Also euch noch einen schönen Abend und man sieht sich.